Kennst du die Nähkästchen auch? Oma hat sie, Mama hat sie, nur du hast keins? Na dann wird's aber Zeit. Schnell bastelt dir eins aus Papier. Schwer ist das Ganze nicht. Als Material brauchst du die Schablone, deine Bastelsachen, ein paar Drahtpins, am besten mit einer Perle am Schluss und eine kleine Stecknadel, sowie etwas Geschenkband und jede Menge buntes Tonpapier. Zeichne zuerst alle Elemente auf dem Tonpapier auf. Ich verwende hier am liebsten den Bleistift dafür. So kann ich unnötige Striche nach Belieben wieder wegradieren. Sind deine Schachteln fertig, fehlt nur noch der Griff. Diese besteht aus drei Elementen, einem kleinen Griff in der Mitte und zwei Halterungen dafür. Danach folgt der schwierige Teil, der Zusammenbau des Kästchens mit dem Draht und den Perlen, so dass auch du dein Kästchen später öffnen kannst. Die Schlaufe im Deckel wird ganz einfach befestigt. Ziehe das Band einfach durch das Loch, das du hineingestochen hast. Hierbei hilft dir entweder eine Lochzange oder eine kleine Sicherheitsnadel. An den Seiten zeichne dir zuerst die Punkte für die Löcher an. Danach steche diese ein und bringe die kleinen Scharniere an. Hast du Kästchen oben und unten befestigt, das Scharnier ist auf allen Seiten fest, solltest du dein Kästchen öffnen können. Dazu eine Schere, ein paar Spulen und schon ist dein Kästchen gefüllt und du hast eine prima Geschenkidee oder dein persönliches Nähkästchen für zu Hause. Hallo Bastler! Bist du Fan von Fimo, Origami und Paper Art? Na dann bist du hier genau richtig. Ich zeige dir regelmäßig Videos und freue mich, wenn du auch einschaltest. Hast du Anregungen, Kritik oder Wünsche? Dann findest du meine Kontaktdaten im Kanal. Dort kannst du mich auch alles fragen, was dir gerade so auf den Lippen brennt. Bis bald und zum nächsten Mal, deine Froni. Tschüss! Schnee! Juhu!